Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir wieder mal bei André seinem Seat bei. Motor haben wir zusammengebaut. Das Video habt ihr glaube ich schon gesehen oder ihr seht das. Das weiß ich noch nicht so genau, müssen wir mal gucken. Ja, folgendes Problem. André seinen Seat hat noch einen kleinen Federbruch, haben wir gesehen. Kann ich euch mal eben zeigen, hier auf der anderen Seite. Von dem guten KW-Gewindefahrwerk ist hier die Feder gebrochen. Das ist jetzt leider genau hier hinten hinter. Das könnt ihr nicht genau sehen. Aber ich zeige euch das mal im Vergleich zur anderen Seite. Andere Seite sieht so aus. Hier deutlich mehr Platz zwischen. So, Federn sind auch schon ziemlich angegriffen. Er kriegt wahrscheinlich noch ein neues Gewindefahrwerk. Aber fürs Erste jetzt erstmal, weil die Motorreparatur schon teuer genug war, machen wir erstmal zwei neue Federn da rein. So, was aber viel schlimmer ist, was mir so aufgefallen ist, guckt euch mal das hier an. Überall Rost. So, und der André das Ganze ja noch ein bisschen länger fahren möchte, wollen wir da halt bei und wollen das alles ein bisschen sauber machen. Ein bisschen dunkel, ne? Machen wir mal so rum. So, machen wir das alles schön sauber, wird alles entrostet und neu versiegelt, neu lackiert, alles. Ja, das wollen wir heute machen. Also, geht los jetzt. Da kommt er wieder aus der Waschbox. Ja! So, Leute, wir haben uns kurzfristig dazu entschieden, weil er ja relativ viel Dreck in den Radhäuser war, dass wir da mal eben mit zum Waschen fahren, dass wir das alles ausdampfen, damit das mal schick sauber ist. Ja, jetzt geht's dann halt los, ne? Hoch damit, Federbeine raus und ab die Post. Und Rost wegmachen. Oh, ja. Was machst du da, wenn ich mal fragen darf? Das Auto schwitzt, siehst du doch hier. Ja. Mensch, wir haben doch den Radkasten gewaschen. Das muss doch trocken sein, sonst können wir doch wohl nichts anfangen mit entrosten. Mit dem Ventilator? Ja, der Ventilator trocknet uns das jetzt. Ich fange auf der anderen Seite an, das Federbein auszubauen. Ja. Und währenddessen kann der Ventilenti hier ein bisschen Luft reinpusten, dass es hier drin abtrocknet. Hast du Temperatur oder so? Ich habe auch immer Temperatur. Okay. Besonders bei deinen Fragen. Was? Das verstehe ich ja gar nicht. Meistens kriege ich aber Puls bei. Puls? Das ist gut für Kreislauf. Nee. Dann geht er nicht in den Keller. Nee. So, erzähl. Nicht so. Was willst du jetzt verbrechen? Verbrechen? Federbein ausbauen. Hier, da. Ja. Wegen deiner gebrochenen Feder. Oh. Ja. Nicht ich will was verbrechen, du hast was gebrochen. So. Na ja. Los geht's. Los geht's. Was kommt jetzt? Licht. Achso, brauchst du gar nicht wegrennen. Nee, keine Angst. Wenn du welche haben sollst, dann kriegst du sowieso. Achso, naja, dann geht's ja. den brauchen wir. Hast du deine Kiste aufgeräumt? Nee, wie kommst du da rum? Nur so. Sag mal, bist du heute irgendwie auf Krawall oder was? Ich weiß nicht, es ist Freitag. Ich beule dir gleich mal deinen Kotflügel ein. Das fällt auch nicht mehr auf. Richtig, nicht aus, ein. Dein Autowagen hat ganz schön viel Rost. Ja. Das kommt, weil sein Bruder ein Golf 5 ist. Ganz schön traurig für so. Baujahr 2009 war es, glaube ich, ne? 2009, ja. Ich finde es schade. Aber er hat ja auch schon 240.000 Kilometer auf der Straße verbracht, ne? Ja. Ja. Und ist kein Garage. Nee. Das kommt auch mal hinzu. Das stimmt wohl. Wieso flimmert dein Licht eigentlich? Was soll das denn? Weil das ein LED-Licht ist. Ah. Der Zittere. Mhm. So ein Schwein. Na, so richtig Lust hast du heute auch nicht, oder? Nee, nee. Hab ich nicht wirklich. Verstehe ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ich dachte, du freust dich immer, wenn du für mich was machen darfst. Nein! Achso, naja. Aua, Mensch. Hör auf damit. So, nun geh mir mal aus dem Weg. Ja, wo soll ich denn hingehen? Das Junge, ist ja alles so klein. Stell dich hier da in der Ecke hin. Hallo, Herr Reifen. So. So. Was machst du denn da hinten? Wie früher in der Schule. Stell dich in der Ecke und stehen. So.
Ich hoffe, man kann was erkennen aus dieser Entfernung. Oh Mann! Konzentriere dich doch! Alter! So. Oh, so, außerdem na? Ist mir warm. Ach, jetzt geht das schon wieder los. So, siehst du, man muss nur ein bisschen fluchen, dann geht das. Ich sage dir. Weißt du, wie das aussieht? Als ob du da Wasser pumpst. Ich kann nicht mehr. Ach so, ich kann nicht mehr. Ich sollte ja ruhig sein, Entschuldigung. Wie lang ist denn die Schraube? Aha. Unendlich lang. Junge, 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 Junge. So, wir versuchen es nochmal mit dem Schlagzeug. Aua! Mensch! Aha. Da kommt er. So. Die dumme Nuss, die Schraube. Oh, Alter. Da hast du den Scheiß. Ist halt nicht immer vom Vorteil, wenn das Fahrwerk so lange hält, ne? Ja. Ja. Jupp, das war auch klar. Ach Mensch. Lösen wir jetzt ganz unproblematisch, darf ich mal eben? Ja, bitte, sehr gerne. Was ist denn hier, wenn gleich immer noch kommt? Ach, jetzt kommt das schon wieder. Also seit dem Motor kann mich hier nichts mehr schocken. Geht nichts über Neuteile. Ja. Das muss alles neu. So. Jetzt koppelt ja gar nichts mehr. Nee, die ist jetzt entkoppelt. Ja, naja, siehst du. Ja. Genau, lass mal gleich liegen für die andere Seite. Richtig. Ich habe ja auch in weiser Voraussicht gleich zwei Stifte stellen. Oh, du bist so ein Fuchs. Ich rieche auch manchmal so. Mhm. So, ein anderes Thema. Geht sogar mal los. Oh, wo wäre das denn? Wäre das Tor? Nee, Tor wäre das auch nicht. So ein rotzverdorrigen Schick, wo wäre das denn? Ach, da ist er. So, 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 so. So, jetzt kommt wieder dein Oller Spreizer da, oder? Richtig. Ich muss wieder dahin. Weißt du was, ich glaube, ich stelle mich mal einfach auf die andere Seite da. Meinst du? Ja, mal gucken, ob das besser ist. Aber nicht, dass ich gleich immer die andere Seite. Haha! Haha! Also. Special. Nö, nix special. Nee? Da ist nichts Spezielles dran. Das ist alles ganz, ganz normal. So, das sollte wohl reichen. Mhm. Jetzt können wir Presswurf meißeln. Ich denke. Ja. Wir werden mal einfacher. Ein bisschen hämmern. Hallo. Na? Ja, genau, genau, genau. Ach so, wieder mit Gehörschutz. Gehörschutz ist immer wichtig. Upsi. Oh, das ging aber schnell. Donnerwetter. Hm? Donnerwetter. Ja. Das Donner. Was? Ach so, warte, ich muss meinen Donner abnehmen. Klar, gut. Weiter geht's. Gut. Das ist soweit okay, okay, okay. Oh, guck mal. Oh, so ein neuer Zylinderkopf hier. Mm. Oh, ist das ist ja gar nicht neu. Nee, aber so gut wie. Naja, aber alles andere. So. Da ist er. Kommt man daran? Guck, guck, guck. Plastik weg. Schraubenschlüssel. So. Jetzt kommt die Mitte. Nee. Sondern? Andere Knarre. Ach so. Bei. Ach, deine Special. Genau. Die Spezielle.
Ach, und da ist sie jetzt, ja, oha. Da sieht man den Federbruch. Dezent. Ne vor? Dezent. Ist ja jetzt einfach der obere Teil wieder auf den Originalteller gerutscht oder wie sieht das hier aus? Ja, der Vorteil ist, dass die Feder unten klein ist. Bleiben Sie hier? Ja. Stimmt, auf die Seite. Ein Anschauungsobjekt. Ja, ach ja, den Ersatz. So sieht sie neu aus. Ja. So, und du hast Glück gehabt, dass das hier unten gebrochen ist, also sprich in diesem Bereich. Mhm. Und deswegen konnte die Feder da nicht überhin rutschen. Wäre das jetzt hier oben passiert? Wenn das irgendwo hier weiter passiert wäre, wäre das ganze Ding runter gesackt und ja, der ADAC hätte dich gebracht. Auch das ist aber nett von ihm. Ja. Hier, Federbeine sind raus. Jawohl. So, die Seite ging ja noch recht gut. Diese Seite hatten wir dann richtig Ärger. Die Gewindehülsen, die sind hier ja nur eingepresst, geklebt in diesem dünnen Stück gummierten Blech da. Da ist er denn ganz rausgebrochen und hier mussten wir denn zum Schluss sogar schon warm machen. Ja. Da war keine Chance, den Kram rauszukriegen. So ein Mist. Dauert Ewigkeiten, der Scheiß. Egal, jetzt wollen wir da drüben anfangen zu entrosten und wollen mal gucken, dass wir das ein bisschen schick sauber kriegen. Genau. So, los geht's. Da reicht die weiche Bürste noch nicht für aus. Da brauchen wir ein bisschen was Gröberes, härteres Gerät. So, los geht's. Vorsicht, jetzt ist gleich Alarm hier. I've been on the road, I've been doing shows. Now we ain't steak, remember sleeping on the floor. We're stillin' at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still tryna flip it off the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep from me. Told me I should leave, I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king but my people need to eat. If I got it then you got it, we gon' get back on our feet. And I put that on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour might crash cause good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. So. So, da sind wir wieder. Hast genug gespielt? Ja, mit Spielen hat er ja nichts zu tun. Nee, bitterer Ernst hier. Genau, das ist nicht lustig. So, hier haben wir das alles soweit schön sauber gemacht. Ja. Da, ne, da hier um den Bremsschlauchhalter, Bremsleitungshalter war auch schon alles so ein bisschen angegangen. Ja. Haben wir eben ein bisschen mit sauber gemacht, da unten in der Ecke. Wo ist die Ecke? Da ist die Ecke. Da ist die Ecke, da ja, war auch schon so ein bisschen. Ja. So. Ja, das war diese Seite. Jetzt mache ich die andere Seite noch eben und dann können wir das gleich mit Rossumwandler einpinseln. Ja, sehr schön. Wie schön du das machst. Da sollten wir so rum mal ein Bild malen. Das versteigern wir dann. Hitze von. Ich bin schon wieder sprachlos. Das ist aber sehr dünn, das Zeug, ne? Ja. Ich dachte, das wäre jetzt so eine schwarze Suppe. Nein, das ist keine schwarze Suppe. Das wird hinterher schwarz, wenn das den Rost umwandelt. Und da musst du dann mehrere Schichten von machen. Es kommt jetzt die erste Schicht, die muss 6 bis 12 Stunden trocknen. Hey. Ja. Okay. Und dann kommt die nächste Schicht, die muss dann auch wieder trocknen. Ja. Komischerweise sagt Brunox dabei nach vollständiger Durchtrocknung, was auch immer das heißt. Also ich hätte jetzt einfach mal gesagt, wieder 6 bis 12 Stunden. Ja. Mhm. Und dann soll man da einen Lack drauf machen. Aha. Ja. Na, in so einem Radkasten kann man ja auch alles an Farbe nehmen. Eigentlich kommt ja sowieso eine Plastikabdeckung drüber, ne? Ja, ja. Also man müsste sich jetzt nicht extra eine Wagenfarbe kaufen. Nein, ich habe jetzt ein Weiß in der Spraydose bestellt. Ja.
dass das da ungefähr nach aussieht. Ja, da guckt ja hinterher sowieso keiner mehr rein. Naja gut, hier die Kante siehst du denn ja. Die siehst du? Ja, die hat doch vorher auch durchgeguckt. Also wenn ich mal jemanden überfahre, der würde die Kante erkennen. Gut. Ja. Gut. Verkehrsraudi. Das Problem ist, wenn der Wagen so tief ist, überfährst du ja keinen und schleifst du vor dir her. Lass uns über was anderes reden. Da ist mir schon wieder zu kriminell. Zu suspekt hier mit dir. Was ist da oben? So. Guck mal, siehst du das? Da fängt das jetzt schon an, schwarz zu werden. Oh, das ging aber schnell. Ja. Das erinnert mich an Felgenreiniger, wenn er wirkt. Genau. Ja. Genau das. So ist das halt. Und so siehst du halt, dass du da überall schön was hingekriegt hast. Das ist ja super. So, weiter geht's. Andere Seite. Andere Seite. So, und wenn jetzt einer sagt, man nimmt das nicht direkt aus dem Pott, der Pott ist fast leer, da ist das egal. Dann darf er das. Genau. Mm, das riecht so toll. Nicht. Keine Ahnung. Mm. Schnüffelst du schon wieder? Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes über. Mhm. Ich muss ja atmen. Na, sag. Nein. Mir liegt doch wieder irgendwas auf der Zunge. Mir liegt so vieles auf der Zunge. Aber das muss man nicht immer alles sagen. Manchmal muss man einfach seine Arbeit still genießen. Ach so. Schön darauf gemummt. Hier ruhig ein bisschen mehr rauf, dass das hinten runterläuft. Genau. Herrlich. Kann das dann noch ein bisschen zwischenlaufen. Super. Ja. Können wir das ganze Auto mit einstreichen? Wenn du das möchtest, kannst du das tun. Ja. Weißt du, was nur traurig ist? Na? Dass der hier mehr Rost hat als der Golf 2. Ja. Und der ist älter. Ist das nicht traurig? Ja, oh, jetzt klingelt's. Telefon. So. Auf Wiedersehen. Bis gleich. So, Dalle. Ja, so, da sind wir wieder. Bisschen frisch gemacht. Ja, wir haben das jetzt alles sauber gemacht, haben das jetzt alles mit Brunox Rostumwandler eingepinselt das erste Mal. Jetzt müssen wir 6 Stunden warten. Und dann gibt es die zweite Lage und dann müssen wir halt noch mal ein bisschen warten. Und ja, dann können wir da den Lack drauf machen. Das seht ihr aber alles im zweiten Teil. Leute, bitte Daumen da lassen, abonnieren und auch gerne einen Kommentar, ob euch das gefällt. Wir wissen doch sonst immer nicht, ob wir das Richtige für euch drehen. Ja, das war's bis hierhin und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.